Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir stehen hier immer noch so ein bisschen unentschlossen vor dem Land hinter den Spiegeln, so wie ich es genannt habe. Und ich schätze, wir müssen da rein. It's her. Hey. Hello? Hallo? Look at Mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. Mama? I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Aber warum fliegen dann alle Sachen hier in der Gegend rum? Oh. Okay. Use tap to view your memories. Okay. Kann ich aber nichts mit anfangen. Hier ist ein Rohr. Ob ich da reinsteigen sollte? Ich meine, ich bin 2 Jahre, ich bin ja schon groß, ne? Was soll schon passieren? Are you all right? Ich weiß nicht genau. Whoa. What is this place? Keine Ahnung, aber es sieht nicht gut aus. Teddy, kommst du mit? Ich hoffe, du willst Playhouse. mich jetzt nicht irgendwo What's that doing here? runterstoßen oder so. Teddy? Von da hinten sieht er irgendwie extremst unheimlich aus. Ich warte ja immer noch darauf, dass er mich gleich schubst oder irgendwie fressen will oder so. Is it locked? I might Ja, ist be able to open it abgeschlossen. from the inside if you help me up. Ja, ich helfe dir hoch. Braver Teddy. Du hilfst mir, ne? Ach so, da, okay. Mach die Tür auf. Whoa, look at this place. Das ist ein Spieleparadies, aber schon ziemlich alt und verrottet irgendwie. Das ist eine Zeichnung. Viele Leute sind hier Listen, gefangen gewesen oder there so. it is again. It Kann ich das sounds like nehmen? it's coming from behind this door. Die kann ich nicht nehmen. There must be a way to open it. Ich It will diese seems like Zeichnung these are nehmen. connected somehow. Okay. Maybe it requires some sort of key. Gucken wir mal nach, ob Is hier there irgendwo was anything ist. we can use? Hier ist wieder eine Zeichnung. Das sieht irgendwie sehr christlich aus. Keine Ahnung. Soll das ein Kreuz sein? Hier ist wieder eine Zeichnung. Kann man nicht so ganz erkennen. Wir räumen mal in der Zeit ein bisschen auf. Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Oder ist das der Schlüssel? Nee, oder? Die Dinger können ja kein Schlüssel sein, ne? Was starrst du denn die ganze Zeit hier rein? Hallo? Das kann ich nicht benutzen, oder? Nee. Abgeschlossen. Warum ist das abgeschlossen? Okay, ich war wohl sehr traurig, als ich hier drin war. Also wenn ich hier drin war. Ich weiß es ja nicht. Teddy, darf ich dich da hochheben? Auch nicht. Kann ich da reinklettern? Auch nicht.
Sieht aber schon alles irgendwie seltsam aus. Ich weiß auch nicht, soll ich die Dinger da reintun oder warum stehst du da die ganze Zeit? Die Dinger schweben. Die Bauklötze. Ja. Und nu? Was soll man denn hiermit machen? Also da leuchten zwei Dinger. Wir haben ja auch so ein Erinnerungsteil hier. Kann man das da irgendwie einsetzen? Nee. Teddy, warum starrst du da die ganze Zeit drauf? Oder soll man... Nee, das kann man doch nicht hier einsetzen, oder? Oh. Okay. Und nu? Jetzt kann ich die Sachen benutzen. Ups. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Buttons. Knöpfe? Ach so, ja. What happened? Why didn't it open? Maybe we have to press both at the same time. Ja, dann mach. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Okay. Ist das auch so eine Erinnerung? Teddy? Kommst du mit? Teddy, ich gehe dann schon mal hier. Wow! Teddy, wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Teddy? Teddy ist nicht da. Ah, der ist auf meinen Rücken gewesen. Okay. Ich gehe Pflanzen an. Was soll das denn sein? Was bist du? Du eine Erinnerung? Oh. Ich glaube, du bist eine Erinnerung. Du bist eine Erinnerung, okay. Mit der Kraft meiner magischen Gedanken erleuchte ich all diese Blumen. Kann ich hier hoch? Ist es da oben so offen? Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Ich sehe da nichts. Ach so, ja. Wie komme ich dahin, Teddy? Ist das hier ein Weg? Ah, das ist ein Weg, okay. Oha!
Eine Rutsche! Da ist wieder was. Ja, jetzt habe ich zwei Eulen bekommen. Das ist mein alter Sandkasten-Teddy. Da habe ich immer drin gespielt. Ja, ich will mir ach, das sind zwei? Okay. Ich will die aber nicht angucken. Ich muss die ja später irgendwo einsetzen, oder nicht? Muss ich hier rüber? Ist das eine gute... ist das eine gute Idee? Muss ich da was drunter schieben? Oder so? Das, Teddy, das war mein altes Fahrrad. Obwohl, ich bin ja erst zwei. Das kann eigentlich nicht mein altes Fahrrad sein. Mal schauen, was wir hier haben. Das ist noch so eine Eule. Teddy, ich brauche mal eben was. Teddy? Teddy, was ist das? Teddy? Teddy, wer hat jetzt hier gerade die Tür aufgemacht? Teddy, kann ich die... Okay, ich kann die Säge mitnehmen, aber... Teddy, das Spiel gefällt mir nicht mehr. Nein, du bleibst offen. Falls ich mich verstecken muss oder so. Teddy, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Sind wir jetzt hier doch auf dem richtigen Weg? Teddy, sag doch was. Du sollst nicht aufstehen. Genau, du sollst da reingehen. Ich weiß nicht, was da gerade auf dem Bild drauf war, aber es sah irgendwie nicht nett aus. Was ist das? Das ist ein Spielzeug, okay. Oh, kleine Grafikfehler. Also es tut mir leid, dass ich zwischendurch jetzt so ruhig bin, aber das liegt wirklich an der Anspannung. Weil ich gebe zu, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht weiß... Ach, kann man das verschieben? Aufgrund der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt hier machen muss und ob jetzt hier vielleicht irgendwo gleich was rausgesprungen kommt oder so. Und ob ich dann sterbe, also wenn es jetzt nur dieser Schreckeffekt wäre, wäre mir das ja noch egal. Aber wenn ich dann sterbe, dann wäre das halt ziemlich scheiße. Sollen wir da jetzt runtergehen? We're trapped. Oh. Teddy? Du hast mir nicht gesagt, dass ich... Ich soll dich umarmen, okay? Du hast mir nicht gesagt, dass ich hier nicht rein darf. Was ist denn hier? Ein Bild, was ich nicht mehr sehen konnte. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Ja, mich irgendwie auch gerade. Wie kommen wir denn da hin? Kann ich das so nehmen? Ach so. Aber das ist eine Erinnerung, oder? Das ist schon wieder so eine blöde Eule. Hilfe. Wo kommt die große Eule denn jetzt her? Was bist du denn? Ich mag dich nicht. Okay. So eine Art Kinderbunker oder sowas. Jetzt sind wir wieder hier.
Teddy, ich brauche dein Licht. Was ist das? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Wieso höre ich Türen, obwohl hier gar keine Türen sind? Okay. Muss ich mit dir was machen? Muss ich da jetzt hochklettern oder was? Oder muss ich hier... Nee, das wird nicht reichen, oder? Oh, doch. Okay. So, haben wir einmal nochmal so ein komisches Bild. Und eine Eule. Teddy, wo bist du? Ich sehe nichts mehr. Okay. Ist ja schön, dass ich jetzt so viele... Schon wieder so eine riesige Eule hier. So viele Erinnerungen jetzt gefunden habe. Aber wo muss ich hin? Teddy, das gefällt mir nicht. Hier, sag mir doch mal, wo ich hin muss. Komm mal nicht weiter. Das war eine Eule. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich rede jetzt auch mal lieber nicht von diesen Dingern, die hier die ganze Zeit sich am Bewegen sind und so. Aber ich musste doch eben über eine Brücke gehen. Bin ich jetzt schon über diese Brücke drüber? Hallo? Ah, von da rechts bin ich gekommen, oder? Da oben ist die Brücke. Ah! Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Komme ich denn da jetzt wieder hin? Achso, einfach durch das Tor. Okay. Ja, warum? Einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Also kompliziert gedacht. Aber wie kriege ich das hin, dass das Teil oben bleibt? Oder von hier aus kann ich ja nicht dahin, oder? Nee, das geht nicht. Teddy, ich brauche nochmal dein Licht. Ja, da ist eine Bank, aber die Bank, die kann ich ja nicht hin und her bewegen. Das ist allerdings wirklich kompliziert hier. Oder muss ich da ganz schnell irgendwie hinlaufen? Und dann da hochklettern? Aber ich komme da doch gar nicht hin, oder? Ich komme da ja nicht hoch. Da muss ich da doch... Teddy, geh mal weg da. Muss ich da jetzt doch eine Erinnerung irgendwie reinmachen. Anscheinend nicht. Hier rechts könnte ich noch hoch, aber da werde ich wahrscheinlich nur rauskommen. Also, Fakt ist auf jeden Fall, ich muss hier durch. So viel ist klar. Aber ich werde nicht schnell genug auf der anderen Seite sein, um da... was zu machen. Ich müsste hier wirklich... Was ist denn jetzt los? Rutsche ich jetzt hier oder was? Ich müsste hier wirklich irgendwas hinlegen, was schwer ist. Dieser Stein, den ich eben weggeschlagen habe, der ist wahrscheinlich zu schwer für mich, gehe ich mal davon aus. Und der Ball, der ist nicht schwer genug, würde ich jetzt mal behaupten. Kann ich zwar mitnehmen, aber das bringt mir jetzt wahrscheinlich nichts.
Hängt das irgendwie damit zusammen? Moment. Ist hier eine Schaufel drin gewesen? Da war eine Schaufel. Kann man die benutzen? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gewollt ist. Nee, ich kann die nur da hinlegen. Na toll. Ich muss aber da hoch. Ach, das war der Ball. Ich dachte gerade, was bewegt sich da denn jetzt? Und ich komme nicht irgendwo unten durch. Weil unten nichts offen ist. Kann ich denn von hier aus? Nee, kann ich auch nicht, oder? Ja, bin ich jetzt ganz ehrlich, bin ich jetzt komplett überfragt. Ich würde sagen, dass ich an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut mache. Ich kriege langsam Kopfschmerzen von diesem Rätsel, ganz ehrlich gesagt. Und nochmal hier alles so ein bisschen durchforste, ob ich nicht hier irgendwie was finden kann oder so. Ja, den Reifen, den kann ich... Oder konnte ich den Reifen da hinlegen? Moment. Bevor ich jetzt wirklich einen Cut mache... nee, andersrum. Gucke ich jetzt mal eben schnell, ob ich den Reifen mitnehmen kann. Weil der wäre ja eigentlich schwer genug, dass ich den auf die eine Seite... Ach, der ist da fest. Okay. Nee, dann ist das jetzt auch nicht das Rätselslösung. Ich dachte, der wäre eben abgesprungen oder so. Nee, also tut mir leid, Leute. Da muss ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen im Video. Und ein wenig dumm rumlaufen, wie mir scheint. Und dann mal des Rätsels Lösung suchen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Frostmann Schatten gruselig. Ciao.